Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch das nicht vorenthalten und ich habe es auch bisher nur beim Rugby-Anschluss gemacht, denn das war heute, wo ich damit angefangen habe. Aber es gibt eine riesengroße, coole Erneuerung und natürlich werde ich das auch für alle anderen Subparts übernehmen. Überall da, wo ein Premium-Partner draufsteht. So, jetzt ich werde es auch noch bei den anderen Einbauteilgeneratoren zeigen, aber erstmal hier beim Rückbieranschluss. Das wird die neue Version 1.12. Unter anderem ist die Erneuerung, dass man jetzt den Kasten und die Eisen gesondert layern kann. Sozusagen kann man im Schaltplan vielleicht nur den Kasten anzeigen und die Eisen dann im Bewährungsplan. Super Vorteil. Aber was hat sich noch geändert? Bis auf ein paar kleine Bugfixes noch. Es ist noch eine riesen Erneuerung hinzugekommen. Dieser Button, der euch auf ausschreiben.de bringt. Also wir ziehen uns das Ganze mal hier rüber. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich klappe das so rüber. Wir sehen gerade, wir haben den WH801210, WH801210 eingegeben und klicken hier drauf und kommen hier raus. Okay, wir verändern das mal irgendwie wahllos. Machen mal zweireihig. Machen wir S1 Qmax, machen mal Q 240 8, also wirklich jetzt wahllos, irgendwas machen wir 20 und klicken hier nochmal drauf und schauen wir mal, wo wir rauskommen. Wahnsinn, 240, 240, 8, 8, 20, 20, Ausschreibungstext, Artikelnummer. Ja, wäre das cool, wenn jetzt das auch noch der Architekt mitbekommen würde. Das zeige ich dann auch noch, wie wir das am besten lösen. Aber es ist auch ein neuer Reiter hinzugekommen, der heißt Link. Und im Link kommt hier automatisch der Ausschreibungslink. Also der, den wir gerade gesehen haben. Ihr könnt auch hier irgendeinen anderen eingeben. Aber der wird immer wieder überspeichert werden. Das hat damit zu tun, dass der immer automatisch generiert wird aus diesen Parametern. Warum kann ich den dann hier eingeben? Ja, das ist eher zum Kopieren und zum Beispiel, ich könnte gleich ohne große Mühe per E-Mail zum Beispiel den Architekten informieren. Es geht noch leichter, aber es ist so ein Oldschool-Weg. Warum nicht? Das wäre doch schon mal ein Anfang. Da ist man doch schon mal schnell damit. Es ist noch zusätzlich ein Hyperlink dabei. Der ist standardmäßig leer. Da könnt ihr was anfügen, was ihr wollt. Zum Beispiel auf Teams irgendwas abspeichern, den Link hier einfügen. Dieser Link erscheint dann auch online. Genauso wie der Ausschreibungslink. Der ist für die Baustelle dann gedacht. Oder die Baufirma und der ist für den Architekten gedacht, der Link. Und also hier will ich einen Plan zum Beispiel, einen Schall- oder Bewährungsplan, je nachdem, wo das Einbauteil gelistet ist. Und da könnt ihr zum Beispiel selber hier draufklicken, dann erscheint hier euer Plan. Platzhalter für einen Plan. Ich habe keinen gemacht, also das muss so reichen. Ich glaube, man versteht das Prinzip dahinter. Dann gibt es noch einen Dateilink. Beim Dateilink, den lösche ich jetzt mal hier raus, den sollte man sich aus der Statik ziehen. So, ich bin jetzt hier in meinem Arbeitsordner Betomax Comax, habe hier einen Statikausdruck und den möchte ich jetzt an mein Einbauteil anheften. Ja, jetzt würde es standardmäßig gehen. Man holt sich den Pfad, kopiert den rein, dann hier den Namen, kopiert den rein und fertig. Das ist mir zu aufwendig, das nervt mich. Viele haben auch den Explorer nicht so angelegt, dass man das Punkt PDF zum Beispiel sieht. Also, wie kann ich das Ganze umgehen? In Windows 11 ist bereits, wenn man mit Rechtsklick hier drauf geht, ein Pfad kopieren. Das haben wir jetzt hier nicht, wie wir sehen. Wir gehen die Reihe durch. Nein, geht nicht. Also gibt es einen kleinen Trick mit Links-Shift, also der Taste über der Steuerung, links, gedrückt halten und jetzt einen Rechtsklick. Und dann kommen mehrere Funktionen zum Vorschein, unter anderem als Pfad kopieren. Der Pfad wird aber mit Anführungszeichen kopiert, also auf gut bayerisch mit Gänsefüßchen. Wenn ich da jetzt hier einfügen mache, dann sind hier Gänsefüßchen. Und mit Gänsefüßchen oder Anführungszeichen am Anfang und am Ende kann der Link nicht ausgeführt werden, weil es kein Link ist. Aber kein Problem. Egal wo ihr jetzt hinklickt, ihr könnt jetzt hier reinklicken, hier draufklicken, hier, hier, hier oder auch hier, werden die Gänsefüßchen oder die Anführungszeichen einfach erkannt und entfernt. Und beim nächsten Ausführen sind die jetzt für immer weg. Und jetzt habt ihr den Bemessungsausdruck direkt am Einbauteil. Das ist sozusagen für euch, damit ihr schneller euch zurechtfindet, dass ihr nicht jeden Tag neu die Statik suchen müsst. Weil ich weiß, wie schlimm das ist, wenn man im Explorer wühlen muss. Jedes Mal aufs Neue. Sondern jetzt habt ihr den immer mit drauf. Der wird aber nicht extern
nach draußen gegeben. Also der wird nicht exportiert, weil das geht keinem was an, wo ihr eure Serverdaten abgelegt habt. Genau. So, und was meine ich jetzt mit nach draußen geben? Also ich schließe das Ganze, ich speichere mir den erstmal noch ab. Also Rückbieganschluss Nummer 4. Schließen. Und jetzt schicken wir das Ganze nach BIM Plus exportieren. Modell nach BIM Plus hochladen. So. Altplan Supports. Ein neues Modell. Wir nennen es einfach RBA Comax. Und einmal hochladen bitte. So, ich gehe auf BIM Plus. Auf die Seite. Schau mal. Hier ist der RBA Comax angekommen. Wunderbar. Gehen wir nochmal zurück. Und hier auf dem BIM Explorer. Der BIM, also BIM Plus ist browserbasierend, für alle, die das nicht kennen. Und ihr könnt sozusagen, wenn ihr Service Plus Kunden seid von Altplan, dann habt ihr da sehr viele Möglichkeiten, Projekte kostenfrei hochzuladen und auch euren Architekten und ja, TGA-Lern und sonstige einzuladen. Und ihr könnt dann hier auf das Projekt zugreifen. Aber auch die Baufirma. Ihr müsst nur wissen, ihr müsst hier standardmäßig erstmal einschalten, was möchtet ihr denn eigentlich sehen? Es könnten mich hier 100 verschiedene Modelle aufgelistet sein. Und wenn die alle am Anfang eingeschaltet werden würden, dann wäre natürlich das Programm sehr langsam. Und deswegen geht das schneller auf, wenn wir es unsichtbar schalten, alles am Anfang. Und jetzt schalten wir erstmal die Visibility ein. Und hier sehen wir unseren generierten Comax. Wir klicken ihn einmal an. Und genauso wie er in Altplan erstellt wurde, ist er jetzt an der gleichen Position. Aber ich mache jetzt hier weniger Werbung für BIM Plus, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass es ein super Tool ist oder ein super Programm. Ich gehe hier einmal auf Object Properties und auf Others und dann habe ich hier einen Produkt Data Link. Ich komme genauso auf den Platzhalter für einen Plan oder der Architekt kommt genau auf die richtige Seite von der Ausschreibung. Also wieder 240.820. Ich hoffe, das war dasselbe wie hier. 240.820. Wunderbar. Coole Sache. Jetzt könntet ihr natürlich noch sagen, ja, aber was ist mit Sondertypen? Sondertypen sind nicht im Artikelverzeichnis und da gibt es keinen Ausschreibungstext bei Sondertypen. Auch dafür haben wir was gedacht. Hier auf Sondertyp. So, jetzt ändere ich irgendwas ab, das dann irgendwie neu ist, keine Ahnung, machen wir hier noch eine andere Länge, dann ist es auf jeden Fall ein Sondertyp. Und wenn ich jetzt hier auf, jetzt sagt, schlägt mir auch mein System vor, hey, speichere das Ganze doch unter RBA 5 ab. Aber ich gehe jetzt hier erstmal auf den Ausschreibungsbutton, klicke hier einmal drauf und komme hier jetzt in das Verzeichnis des Comax P Rückbieranschlüsse. Genau. Dann habe ich zumindest schon mal die Oberkategorie und kann da, ja, kann ich da den Architekten trotzdem behilflich sein. Und genau das sind die großen Erneuerungen. Ausschreibungstexte, Hyperlink und Dateilink. Viel Spaß damit und ja, über ein Like würde ich mich freuen. Ihr würdet mich sehr supporten damit. Teilt es euren Kollegen. Schreibt mir doch auch bitte nicht bloß hier in die Kommentare, sondern auf Google würdet ihr mir sehr damit helfen, wenn ihr hier was Positives schreiben würdet und mir eine gute Bewertung gibt. Bis zum nächsten Mal. Euer Subcrew-Team. Ciao, ciao.